Mixed Martial Arts gilt als die Champions League der Kampfkünste. Ein Vollkontaktsport, in dem das Beste aus Schlag-, Tritt- und Bodenkampftechniken zusammenkommt. In Deutschland lange umstritten und von 2010 bis 2014 im Fernsehen verboten, erfährt die MMA-Szene nun einen Aufschwung. Der deutsche Markt bringt immer mehr Kämpfer und eigene Veranstalter hervor. Seit 2018 werden die Kämpfe der German MMA Championship im Free TV übertragen und in der Berichterstattung wird MMA nicht mehr nur als Gewaltverherrlichung dargestellt, sondern als das, was es ist: Sport. Dahinter steht so viel mehr als nur diese Schläge, die man bekommt oder einsteckt. Doch im Mainstream sind die gemischten Kampfkünste noch lange nicht angekommen. Wir haben verschiedene Kämpferinnen getroffen, die nicht nur gegen die allgemeinen Vorurteile kämpfen, sondern auch um die Akzeptanz innerhalb der Szene. Oh, dann kannst du ja alle flachlegen, dann haust du ja alle um. Du bist ja voll die Manze, wahrscheinlich bist du im Bett auch so und so. Und ich denke mir so, oh, bitteschön, da muss ich ja jetzt nett sein. Also, nee. Das erste Mal, als ich im Cage stand, die Tür hinter mir zuging, da dachte ich mir, scheiße, Mandy, was machst du hier? Aber damals habe ich auch gemeint, ich will auf keinen Fall MMA machen, obwohl das jetzt Judoka vielleicht naheliegend ist. Weil mir das auch wieder vom Anschauen her in dem Fall noch zu brutal war. Ich sage immer so, dass dieser Moment, der mich zum MMA gebracht hat, eigentlich nur meine Leidenschaft als Kämpferin geweckt hat. Für diese Frauen ist MMA nicht nur ein Sport, es bedeutet für sie Leben. Und sie wollen zeigen, dass sie sich ihren Platz verdient haben. Am 7. September 2019 war die Lanxess Arena in Köln Schauplatz für GMC 21. In Deutschlands größter Veranstaltungshalle fanden zum zweiten Mal die German MMA Championship statt. Im Main Event lieferten sich Anatoly Bahl und Alexander Wertko eine unvergleichliche Schlacht. Der GMC Fight of the Year. Doch auch die Frauen setzten an diesem Abend ein großes Ausrufezeichen. Anna Isabella Hübsch und Katharina Dalista hieften Frauen-MMA in Deutschland auf ein neues Level. Ja, war ein toller Kampf, Werbung für das Frauen-MMA. Und Anna Isabella Hübsch, die ja vorher als hervorragende gefährliche Bodenkämpferin bekannt war, hat gezeigt, dass sie auch im Stand mit den besten Kämpferinnen Deutschlands mithalten kann. Denn Katharina Dalista, alles andere als Fallobst, ganz im Gegenteil, eine extrem starke Kämpferin aus dem MMA-Spirit, eine gute Standkämpferin vor allen Dingen. Das heißt, Anna Isabella Hübsch hat ihre Gegnerin hier mit eigenen Waffen geschlagen und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass zu dem GMC-Kampf fast nur positive Rückmeldungen kamen. Also so habe ich es auch bei mir so in meinem privaten Umfeld empfunden. Also eigentlich alle, die was zu dem Thema zu mir gesagt haben, haben eigentlich alle gemeint, oh, voll der coole Kampf, der war voll spannend. Und ja, also ich habe eigentlich überhaupt keine negativen Kommentare geerntet. Mit über 5000 Zuschauern knackte GMC den damaligen Zuschauerrekord. Die bisher größte Bühne für Frauen-MMA in Deutschland. Darüber hinaus lief der Kampf im Free TV auf Pro7 Max und hat auf YouTube bis dato über 120.000 Aufrufe. Der GMC-Kampf war schon extrem eigentlich so für mich. Also klar, es war der erste Profikampf, den will man natürlich auch gewinnen. Aber dann, klar, dann auch noch so eine Bühne, Lanxess Arena, 5000 Zuschauer. Ich weiß noch, ich bin vor dem Kampf einmal kurz in die Halle gegangen, einfach um mir ein Bild davon zu machen, wie das so auf mich wirkt. Und ich habe dann eben an diesem Eingang gestanden unten und habe reingeschaut und dachte mir so, wow. Also es war halt einfach, es waren so viele Zuschauer. Motiviert mich einfach, wenn dann so viele da sind und die Stimmung, die Atmosphäre, das ist schon cool auf jeden Fall. Der Kampf in Köln, als ich zum ersten Mal war es ja so, dass ich von oben irgendwo runter Richtung Octagon laufen musste. Und natürlich ist es erstmal ein Gefühl, wenn du da oben stehst und du siehst es alles und du nimmst es alles ein bisschen wahr, dass du erstmal ein bisschen auch überrascht bist. Grundsätzlich habe ich mich aber wirklich direkt fokussiert. Ich habe den Octagon gesehen, ich habe das Licht gesehen und ich wusste, dass ich mit diesem Licht da rausgehen werde. Bin runter Richtung Octagon und wusste, dass es das ist, was ich jeden Tag mache und dass auf gar keinen Fall da drin irgendwas passiert, was mich überrascht. Und ja, habe diese Selbstsicherheit genommen und ich glaube, das ist auch das, was mich ausmacht. Vor den Kämpfen einfach so fokussiert zu sein, dass ich nichts anderes mehr wahrnehme, außer das, was gleich vor mir liegt.
und das ist in dem Fall dann Krieg. Als ich dann eben oben stand, kurz bevor es losging, ist dann halt schon verrückt, wenn man dann auf einmal vorher eigentlich nie wirklich auch in der Öffentlichkeit stand. Also bei den Amateurkämpfen, klar, da sind auch Zuschauer, aber es wird halt auch einfach nicht im TV übertragen oder überhaupt live. Ist natürlich schon nochmal was ganz anderes, wenn man dann auf einmal die Treppe runtergeht zu der Musik, die man sich selber ausgesucht hat. Man hat sich natürlich auch gut und lange darauf vorbereitet und will dann halt auch einfach zeigen, was man kann und einfach Gas geben. Meine Eltern zum Beispiel finden es auch cool, dass ich das mache und haben da Respekt vor. Natürlich haben sie, denke ich mal, auch immer ein bisschen Angst, wenn sie dann wissen, okay, ich kämpfe jetzt wieder, was passiert. Also meine Eltern haben sich den Kampf bei GMC live angeschaut, soweit ich weiß. Also nicht vor Ort, aber halt über Run Fighting. Haben sich auch sofort nach dem Kampf gemeldet. Meine Mama würde es halt nie, also sie könnte es nie. Die würde niemals da so sitzen, die würde es auch niemals so feiern. Weil die auch einfach viel zu emotional, also meine Familie ist grundsätzlich so, dass wir über Gefühle sehr gut reden können. Also wir können sehr gut darüber reden. Deswegen ist es auch teilweise sehr schwierig für mich. Und ich distanziere mich in der Zeit auch wirklich von meiner Familie, weil die auch einfach diese Seite von mir nicht gerne sehen. Diese eiskalte, diese sehr fokussierte. Und deswegen ist, glaube ich, etwas, was für die sehr schwierig ist zu verstehen, warum ich mir das selber antun möchte, so 6 bis 8 Wochen so ein Eisblock zu sein. Aber es gehört halt nun mal dazu. Also ich weiß noch, ich habe erstmal eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter gekriegt. Ellenlanger Textblock, oh, wir haben gerade deinen Kampf geschaut. Zu der Zeit waren dann auch mein Cousin und seine Frau zu Besuch, die haben alle vorm Fernseher gesessen. Da kam erstmal eine richtig emotionale Nachricht, wie cool sie das fanden und dass es ja ganz knapp war und sie fanden es super, was ich da abgeliefert habe. Ich glaube, in dem Fall hat meine Mutter noch nicht mal gefragt, ob es mir denn gut geht. Ich glaube, davon ist sie einfach mal ausgegangen. Also es ist nicht nur so, dass man da reingeht und sich einfach das Blut aus der Nase schlägt sozusagen, sondern da steckt so viel dahinter. Jeder Kämpfer hat seine eigene Geschichte und jeder hat seine eigenen Emotionen hinter den Kämpfen. Ja, jeder geht damit einfach etwas rein und dahinter steht so viel mehr als nur diese Schläge, die man bekommt oder einsteckt. Dieser Kampf war für mich einer der Meilensteine im deutschen MMA. Warum? Wir sehen auf großer Bühne zwei Frauen gegeneinander kämpfen und es interessiert die Leute nicht nur, sondern sie gehen mit. Sie sind gefesselt, sie sind gepackt von der Aktion, die sie da sehen, von jeder einzelnen Aktion. Wir sehen eine Anna Isabella Hübsch, die die Aura hat, eine Stars, die alle Leute überrascht, auch sportlich. Und genau das beweist eben, dass die Frauen den Männern in nichts nachstehen, nicht nur in unserem Sport. Aber es gab noch mehr Kämpfe hier heute Abend, zum Beispiel einer von zwei Frauen. Und dass Frauen bei MMA auch richtig Gas geben können, das haben die beiden bewiesen. Katharina Dalista und Anna Isabella Hübsch haben sich ebenfalls eine richtige Schlacht geliefert. Für Anna Isabella Hübsch ist MMA mehr als nur ein Sport. Es hat etwas geweckt, das lange Zeit in ihr schlummerte. Eigentlich war der springende Punkt in meinem Leben, dass ich in Amerika war und sich da auch zu der Zeit ziemlich viel bei mir persönlich verändert hat, in meinem Umfeld verändert hat und ich dort mit dem Sport MMA und generell mit dem Leben, so wie ich es jetzt führe und auch führen will, in Verbindung gekommen bin. Und als ich zurückgekommen bin nach Deutschland und die Entscheidung verkündet habe, dass ich jetzt MMA-Kämpferin professionell werden will, war natürlich erstmal so von meiner Familie und von meinen Freunden, willst du das wirklich? Also ist das jetzt wirklich dein Wunsch oder ist es einfach nur so eine Traumvorstellung, weil du vielleicht ein bisschen Luft geschnuppert hast? Aber tatsächlich hat mich seit dem Tag, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin und gesagt habe, ich will das,
nicht eine Sekunde davon irgendetwas abgebracht. Natürlich ist es nicht schön, meine Mama zu sehen, die zu mir sagt, ich kann mir das nicht angucken. Ich glaube, dass mittlerweile auch alle wissen, dass mein Herz daran hängt und dass es meine Leidenschaft ist. Und ich sage immer so, dass dieser Moment, der mich zum MMA gebracht hat, eigentlich nur meine Leidenschaft als Kämpferin geweckt hat. Und ich glaube, dass wenn Menschen dich lieben oder wenn du Menschen wichtig bist und sie sehen, dass du aufgehen kannst in deiner Leidenschaft, dann ist es das Schönste. Und ja, klar, es ist, wie gesagt, nicht schön, dass meine Mama Angst um mich haben muss. Aber ich sage auch immer zu ihr, sie soll sich lieber mehr Gedanken um die Mutter der anderen machen als um mich. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Bisher waren die Sorgen von Mama Hübsch unbegründet. In ihren 4 Profikämpfen ging sie 4-mal als Sieger hervor. 2-mal davon vorzeitig. Katharina Dalista feierte an diesem Abend ihr Profidebüt. Die gebürtige Münchnerin lebt in Frankfurt und tritt dort für das renommierte MMA Spirit an. Die Leidenschaft für den Kampfsport trieb sie bereits als kleines Kind an. Ich bin relativ früh zum Kampfsport gekommen, da war ich 5 Jahre alt. Es war eben so, früher haben meine Eltern beide Judo gemacht. Ich habe einen großen Bruder, der hat eben auch schon Judo gemacht. Mein Onkel hat damals in einem Verein Training gegeben, meine Cousins waren auch in dem Verein. Und ich war halt schon, als ich ganz klein war, öfters mit in der Halle dabei. Und irgendwann wollte ich auch von selbst aus unbedingt eben mitmachen. Und man sagt es, also ich weiß es selber nicht mehr, aber meine Eltern meinen auch, ich habe sie ein ganzes Jahr versucht zu überreden, dass ich endlich im Training mitmachen darf, bis ich dann mit 5 eben einsteigen durfte. Und habe dann eben mein Training ein bisschen ausgebaut. Also und war da schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich will kämpfen. Aber damals habe ich auch gemeint, ich will auf keinen Fall MMA machen, obwohl das jetzt Judoka vielleicht naheliegend ist. Weil mir das auch wieder vom Anschauen her in dem Fall noch zu brutal war. Ich habe gesehen, dachte mir, boah, mit den kleinen Handschuhen, nee, das muss echt nicht sein. Und naja, wenn man es dann trainiert, es hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Und dann war mir auch klar, okay, wenn ich kämpfen will, will ich dann auch MMA machen. Und ich bin halt allgemein sehr ehrgeizig und dann war es für mich eigentlich relativ schnell klar, okay, das will ich auf jeden Fall mal ausprobiert haben, mindestens einen Kampf und gucken, ob ich danach immer noch Lust habe. Die Lust ist geblieben. Für eine professionelle MMA-Karriere hat Katharina Dalista ihren Job gekündigt. Mittlerweile hat sie 2 Profikämpfe und steht auch 2020 wieder im GMC-Cage. Umfeld, die akzeptieren das alle und ich bekomme eigentlich nur positive Rückmeldungen davon. Also klar ging es sehr schnell und ich glaube, am Anfang haben es viele vielleicht auch noch gar nicht so mitbekommen, dass ich es ernst meine. Sondern auch ja gedacht, okay, Hobby, jetzt versuchst du halt mal ein bisschen zu kämpfen. Aber ich denke mal, spätestens nach dem ersten Profikampf haben sie halt mitbekommen, dass ich da wirklich Gas gebe und stehen auch voll hinter mir, finden das cool, schauen sich die Kämpfe an. Ich muss sagen, dass mir hier Anna Isabella Hübsch sehr gut gefällt. Tolle Ellbogen im Clinch, hervorragend gemacht. Absolut on point bei allem, was sie macht, hat ein gutes Auge. Die Siegerin an diesem Abend hieß Anna Isabella Hübsch. Die 26-Jährige gewann knapp nach Punkten. Für sie ein Befreiungsschlag, nicht nur aus sportlicher Sicht. Dieser Fall ist auch für meinen Großvater, der vor 4 Wochen gestorben ist. Und ich habe ihm versprochen, dass ich diesen Sieg mit nach Hause nehme. So, that's for you, Grandpa. Also, ich denke mal, der Großvater, der wird sehr, sehr stolz sein, da oben zuschauen. Ich weiß, dass meine Familie meine Kämpfe immer verfolgt. Und ich weiß, dass sobald sie wissen, dass ich gewonnen habe und dass es mir gut geht, sie die Kämpfe dann angucken. Also die gucken sie nicht live, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht, sondern danach. Und das war so für mich so ein Befreiungsschlag, dass ich wusste, okay, jeder kann sich das jetzt mit gutem Gewissen angucken, weil sie wissen, dass es mir gut geht. Und gleichzeitig war es auch
natürlich sehr schwer für mich, fokussiert zu bleiben in der Vorbereitung, wenn sowas passiert. Also die ersten zwei Tage habe ich gedacht, wie soll ich so fokussiert bleiben, wie ich immer war, nachdem das passiert ist. Aber ich wusste, dass ich das kann. Das ist auch zum einen eine Stärke, zum anderen manchmal auch etwas, was ich sehr verfluche, dass ich eben so fokussiert und so auch teilweise eiskalt sein kann. Und als die Hand hochging und ich wusste, dass es vorbei ist und dass ich jetzt Zeit habe, vielleicht auch zu zeigen, wie nah mir das geht, war es einfach sehr schön. Und es war sehr wichtig für mich, zeigen zu können, dass mir das nahe geht. Weil man 4 Wochen lang so getan hat, als wäre es einem egal. Ja, jetzt kann ich schon wieder anfangen. Sorry. Ja, aber es ist halt klar, man freut sich, dass man diese Gabe hat, immer so stark zu sein, aber es ist auch schön, Momente zu haben, in denen man einfach mal schwach sein kann. Und die habe ich Gott sei Dank bei meiner Familie, deswegen sind die mir auch alle so wichtig. Ein Fight, wegweisend für die deutsche Frauen-MMA-Szene, der zeigt, wozu Kämpferinnen in Deutschland fähig sind. Doch auch wenn an diesem Abend über 5000 Zuschauer kamen, um MMA zu sehen, fehlt vielen in unserem Land das Verständnis für die Motivation und die Faszination dahinter. Die Frage nach dem Warum stellt sich immer wieder. Warum kämpfe ich MMA? Das ist meine Leidenschaft, mein Feuer, mein Leben, mein Alles. Für viele ist es vielleicht nur ein Sport, aber für mich ist es mein Leben. Ich liebe den Wettkampf. Ich bin relativ spät zu den gemischten Kampfkünsten gestoßen, aber ich wusste, ich möchte Wettkampfsport betreiben. Ich möchte irgendetwas machen, wo ich mich messen kann. Und ja, ich war schon immer ein Haudegen, sage ich mal, ein kleiner Rebell. Und ich dachte, MMA ist genau das Richtige für mich. Ich habe jahrelang ja immer nur den Judo-Sport sozusagen gelebt. Ne? Ich hatte Judo hier, Judo da und da einen Wettkampf und da eine Reise und da ein Trainingslager. Und Sportschule, wie gesagt, und all diese ganze, alles immer auf Judo ausgerichtet. Und es war eigentlich total cool, dass ich in der Lage war, mal über einen Judo-Tellerrand zu schauen und zu sagen, ey, da gibt's ja noch viel mehr. Da gibt's die Karate-Leute, da gibt's die Kickboxer, da gibt's Sumo-Ringer. Das ist so geil. Kampfsport kann so unglaublich toll sein, so wahnsinnig vielseitig und für jeden ist irgendwie was dabei. Und jetzt setzt man es einfach zusammen. Cool. Das erste Mal, als ich im Cage stand, die Tür hinter mir zuging, da dachte ich mir, scheiße, Mandy. Was machst du hier? Das waren die ersten Gedanken, die ich hatte. Das war so verrückt. Also Schläge zu kassieren ist für mich kein Problem. Ich bin keiner, der einbricht. Mein Coach sagt immer, es gibt zwei Typen. Es gibt Athleten, es gibt Kämpfer. Also ich gehöre zur zweiten Kategorie. Ich bin eine Kriegerin. Durch und durch. Also schlag mich, das pusht mich. Triff mich, ich bin motiviert. Ich gebe nicht auf. Das ist für mich nie eine Option gewesen. Aber wenn ich sagen würde, ich würde nie zweifeln, dann ist das eine Lüge. Die Cage-Tür hat sich geschlossen, es geht los und in dem Moment bist du da alleine, egal wie lange du mit einem Team trainiert hast. Du stehst da, du gegen die andere. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen und du denkst dir, Alter, was machst du hier eigentlich? Bist du total bescheuert? Ja, aber das ist auch geil. Das ist auch, ja, es ist ein Kick. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine Partys, ich brauche keinen Alkohol, ich brauche mich nicht amüsieren gehen. Ich brauche das. Ich brauche diese Kämpfe. Das ist mein Ding. Ich merke es selber, dass ich einfach ein bisschen sicherer allgemein geworden bin. Man weiß irgendwann, was man kann und auch alleine, wenn man draußen, vielleicht mal wenn es dunkel ist, auf der Straße unterwegs ist. Man weiß halt einfach, dass man im Notfall vermutlich aus der Situation ganz gut rauskommen könnte. Dadurch läuft man halt auch allein schon mal anders rum. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich auch vielleicht dadurch auch vielleicht im Job anders wirke, weil ich halt einfach vielleicht dann ein bisschen vielleicht auch gelassener an Dinge rangehe. Aber ich denke mal, es ist halt schon so ein allgemeines Selbstbewusstsein, was sich da mit der Zeit immer mehr aufbaut. Was mir das gibt mir alles. Das ist Leben für mich. Wenn meine Musik angeht und die harte Arbeit getan ist, dann
ist das für mich das pure Leben. Ich fühle mich lebendig, wenn ich in diesem Cage stehe. Der Adrenalin schießt durch den ganzen Körper. Der Fokus ist auf 100%, wenn nicht sogar auf 200%. Und dann heißt es fressen oder gefressen werden, du oder ich. Es ist, ich glaube, das liegt uns allen in den Genen. Jede Kämpferin hat ihre eigene Geschichte, individuelle Beweggründe, Kampfsport zu betreiben. Josephine war erfolgreiche Kickbox-Amateurin, ehe sie zum MMA gewechselt ist. Für sie war es die größte Motivation, eines Tages ihr großes Idol zu schlagen. Ich fand den Kampfsport toll, einfach weil es dich körperlich und geistig extrem fit hält. Und tatsächlich war meine Heldin Dr. Christine Theiss. Ich habe auch damals gesagt, als ich angefangen habe, zu meinem Trainer, irgendwann werde ich sie schlagen. Leider ist sie jetzt nicht mehr aktiv, aber das war damals mein Traum, Kickbox-Weltmeisterin zu werden. Julia Dorni ist Deutschlands erfolgreichste MMA-Kämpferin im Amateurbereich. 2018 erfüllte sie sich den lang ersehnten Traum vom Gold bei der MMA-Europameisterschaft in Bukarest und holte kurze Zeit später sogar den Weltmeistertitel in Bahrain. Oh mein Gott, es ist einfach geschafft und ich habe es gemacht und ich habe einfach Nervenstärke bewiesen. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Ich hatte sie vorher zu Boden gebracht mit diesem schönen Judo-Wurf. Es war einfach alles, das Timing hat perfekt gepasst und wie gesagt, als sie abgeklopft hat und ich einfach wusste so, das ist mein Gold. Und als dann die Hymne lief natürlich und alle, wirklich alle aufgestanden sind und gejubelt haben und auch vom Fernseher, also zu Hause mir alles zugespielt wurde, Leute haben es ja aufgenommen, im Livestream gesehen und boah, das flasht mich immer wieder. Das ist unglaublich krass gewesen und so wunderschön. Neben Kampfsport geht sie auch einer zweiten Leidenschaft nach. Dem Journalismus. 2010 bis 2013 habe ich Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert und danach habe ich nochmal einen Master dran gehangen an der Humboldt-Uni hier in Berlin, Medienwissenschaft. Und aktuell bin ich TV-Journalistin bei der Deutschen Welle. Die Liebe zum Kampfsport entdeckte Julia Dorni schon sehr früh. Ich habe als kleines Mädchen angefangen mit Judo, da war ich 7 Jahre alt. Das heißt, das sind jetzt schon 22 Jahre, das ist schon eine sehr lange Laufbahn. Dann war ich auf der Sportschule, Junioren-Nationalteam, kämpfe seit über 10 Jahren in der Bundesliga. Also jetzt mit meinem aktuellen Club JC 71 Düsseldorf. Das ist auch, macht sehr viel Spaß. Ja, dann habe ich 2016 auch mit, also BJJ natürlich, logischerweise als Ergänzung zum MMA begonnen. Und dann habe ich auch mit Sumo begonnen und ja, also war schon, hat sich dann so ein bisschen summiert, aber ich hatte einfach Bock drauf. Ich wollte einfach auch meine Nervenstärke sozusagen noch ein bisschen trainieren. . 2019 wagte Dorni den Schritt in den Profibereich. Bei GMC 20 in ihrer Heimatstadt Berlin feierte sie ihr Profidebüt. Gleichzeitig war dies auch der erste GMC-Frauenkampf im deutschen Free-TV. Also es war schon sehr schön. Also schon auch auf dem Weg zum Tempodrom, als man dann die ganzen Leute gesehen hat, die da sozusagen auf einen warten vor dem Kampf. Das war sehr aufregend und in der Halle dann selber natürlich, als ich dann einmarschiert bin zu meiner Musik und die Halle einfach nur total mitgegangen ist. Das war wirklich atemberaubend.
Ich bin insofern zufrieden, als dass ich sage, okay, es war ein First Round Finish, es war ein TKO, es war mein Profidebüt, es ist geglückt. Also das war nochmal über eigene Grenzen zu gehen, sich zu überwinden, dann eben auch mal einen Ellbogen zu bringen oder wie gesagt die Faust einfach einzusetzen. Amir sagt, mein Trainer sagt immer, ey, wenn die Rechte einmal kommt, dann ist Feierabend, ich verspreche es dir. Und ich muss noch mehr daran glauben, sagt auch mal, glaub doch mal mehr an dich. Einmal, glaub doch mal an dich. Also ich bin ein bisschen sprachlos. Danke, dass ihr alle da seid, um mich zu supporten. Meine Freunde, meine Familie, meine Studienkollegen, meine Arbeitskollegen, ich danke euch, ich liebe euch, ihr seid das beste Publikum. Dankeschön. Ich finde MMA nicht gefährlich. Ich finde MMA nicht gefährlicher als andere Sportarten. Du bist halt dadurch, dass so viel möglich ist, weil es so unglaublich vielseitig ist, musst du halt wirklich aufpassen auf all deinen ganzen Körper. Du musst alles schützen. Das heißt, du musst gefasst sein, du musst antizipieren und du musst einfach wissen, was kommt. Deswegen musst du viele verschiedene Trainingssituationen auch irgendwie simulieren, damit du weißt, okay, das ist jetzt eine Finte, das ist jetzt sozusagen gezielt, dass du unterscheiden kannst, differenzieren kannst, was da jetzt kommt. Und ansonsten, na klar, wenn du all in gehst, wenn du Vollgas gibst, wenn du irgendwas wirklich willst, natürlich gibst du da noch alles und dadurch, dass du Adrenalin im Körper hast, Gott sei Dank, bist du auch in der Lage, das möglich zu machen. Tatsächlich lasse ich das gar nicht zu, dass da negativ reagiert wird. Ne? Also ich versuche dann sofort zu intervenieren. Manchmal habe ich gar keinen Bock dann mehr auf die Diskussion und sage ich einfach, ja, du mach dir dein Bild und, oder lass es halt. Weil du weißt ja, über all die Jahre, man muss sich immer wieder erklären und irgendwann hast du es einfach auch so satt, da denkst du, ach komm. Ansonsten habe ich eigentlich echt gutes Feedback. Ich meine, ich habe mein Team, ja, ich habe meine Family, ich habe meine Freunde, die mich supporten. Das ist alles nicht immer so einfach, auch unter einen Hut zu kriegen. Aber im Großen und Ganzen kommt es schon gut an. Allein, wie gesagt, die Willensstärke, der Ehrgeiz, boah, allein dafür bewundern einen ja irgendwie die Leute auch und sagen, ey, du ziehst dein Ding durch, voll cool. Ich würde auch gern so sein wie du. Aber ich war viele Jahre Kindertrainer und natürlich gibst du ja auch unglaublich viel von dir mit. Ne? Und du bist ja nicht nur Coach, du bist ja Freund, du bist mental da, du bist einfach alles für die. Und dementsprechend ist es schön, auch ein Vorbild zu sein, auf jeden Fall. Im MMA gilt Ronda Rousey auf internationaler Ebene als Türöffnerin der Frauen-MMA-Szene. Als Judoka gewann sie 2008 bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille. 4 Jahre später wurde sie die erste Championess in der Geschichte der UFC, der bedeutendsten MMA-Organisation der Welt. Es braucht natürlich immer so besondere Charaktere, die den Sport einfach noch einen neuen Push geben. Wir haben das mit Conor McGregor gesehen, wir haben das mit Brock Lesnar gesehen und wir haben es bei den Frauen natürlich auch mit Ronda Rousey gesehen. Sie ist sportlich, sie ist verdammt gefährlich, sie ist sehr ehrgeizig. Sie hat sich auch ihren Weg durchgebahnt mit vielen Hürden und auch vielen Rückschlägen, aber sie hat es gemacht. Sie hat olympisches Edelmetall gewonnen. Sie hat in der UFC eine Laufbahn hingelegt, die ihresgleichen sucht. Ist jetzt mit dem WWE sehr erfolgreich. Und ich glaube, egal ob jetzt als Sportler, als Mensch, Niederlagen und auch Tiefen gehören zum Leben dazu. Und sie hat einfach das Beste daraus gemacht. Es gab immer wieder Frauen, die zwar auf der Matte waren, aber eher um sich fit zu halten, weniger mit Wettkampfambitionen. Jetzt nach Ronda Rousey, nach den großen Namen, die Frauen-MMA eben salonfähig gemacht haben, sind auch in Deutschland gute Kämpferinnen herangewachsen und langsam aber sicher kommen die aus der Taufe und werden auch international konkurrenzfähig. Der Hype um Ronda Rousey hat tiefgreifende Spuren hinterlassen. In der UFC gibt es mittlerweile 4 Frauengewichtsklassen und in jeder bedeutenden MMA-Organisation wie ONE Championship, Bellator oder KSW gibt es mindestens eine Championess. Entwicklungen, die auch in Deutschland erkennbar sind. Aber ich glaube allgemein, das Niveau ist halt schon gestiegen. Also mittlerweile machen es immer mehr und es ist halt so langsam auch angekommen. Also es ist jetzt nicht mehr so, Frauen, ihr gehört eigentlich in die Küche, sondern es ist mittlerweile schon, also ich merke es ja auch selber bei mir im MMA-Spirit. Also ich bin von vornherein super aufgenommen worden, durfte in die Pro-Trainingsgruppe mit rein, beziehungsweise darf mit rein. Bin noch nie zurückgewiesen worden von jemandem, wenn ich gefragt habe, ob ich mit ihm trainieren kann. Und es ist jetzt halt wirklich so, dass man sich auch als Frau einfach in dem Umfeld gut aufgehoben fühlt. Ja, daher denke ich mal, das ist schon mal ein großer Schritt, dass man halt eben nicht diese Sondernebenrolle irgendwie spielt, sondern dass man halt einfach irgendwie dazugehört.
Man merkt auch, das mediale Interesse wird größer und größer. Es sind natürlich Charakter, die diesen Sport nach vorne bringen. Ja, und ich finde die Entwicklung wirklich rasant. Vor einigen Jahren steckte der Sport noch in Babyschuhen. Wir waren da, wo der Sport im Fernsehen verboten wurde. Aber man kommt an MMA nicht vorbei. Es ist nun mal die Champions League der Kampfkünste. Ehre dem, dem Ehre gebührt. Das Interesse steigt und die Rufe nach einem Frauentitel bei Deutschlands größter MMA-Organisation, GMC, werden immer lauter. Dennis, du siehst, momentan habe ich nur GMC auf der Hose, aber da muss was anderes hin. Also, da wird der erste Frauentitel gefordert hier bei GMC. Ein relevanter Titel ist nur dann wirklich erforderlich, wenn wir auch eine Tiefe haben, wenn wir genug Kämpfer haben, die sich überhaupt qualifiziert haben, diesen Titel auszukämpfen. Und seit kurzem haben wir in Deutschland genauso ein Szenario auch bei den Frauen. Und meiner Meinung nach ist es deswegen überfällig, dass wir auch einen Frauentitel einführen, der eben zeigt, wer ist denn nun die Queen, wer ist die Königin bei uns im Land. Ich möchte diesen mal so einen fetten, geilen Gürtel so durch Schulter tragen und sagen so, ich glaube, so einen Gürtel überhaupt mal zu haben, wäre schon schön, weil, wie gesagt, im Amateurbereich hast du ja oft riesen Pokale bekommen und Medaillen und so, aber so einen Gürtel habe ich irgendwie noch nicht in meiner Sammlung. Die Mädels liefern sich hervorragende Kämpfe, die zum Teil im Hauptprogramm im Fernsehen gezeigt werden. Warum soll man die Beste von denen nicht mit dem Titel krönen? Und ich sag mal, ein Turnier zum Beispiel, um da die erste Titelträgerin auszumachen, wäre für mich natürlich ein hochspannendes Format. Und ich glaube schon, dass das kommen muss und wahrscheinlich auch bald kommen wird. Wenn ich den Gürtel fordere, dann glaube ich, dass es für niemand anderen eine gute Idee ist, diesen Gürtel auch zu fordern, weil ich den ja will. Und sie dann mir im Weg stehen und somit an mir vorbei müssten. Und da kann ich ganz klar sagen, dass das auf jeden Fall nicht unbedingt empfehlenswert ist. Also ich glaube schon, dass ich vielleicht auch eine Vorbildfunktion habe und damit vielleicht auch was losgetreten habe. Aber es soll jetzt auch auf gar keinen Fall in die feministische Richtung gehen, sondern einfach eine Kämpferin, die glaubt, dass sie Gold um ihre Hüften verdient hat. Doch trotz der guten Entwicklung, Frauen-MMA ist in Deutschland noch längst nicht am Ziel angekommen. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist sehr gut darin, sich auf die Schulter zu klopfen und damit zufrieden zu sein, wie offen, aufgeschlossen, emanzipiert wir doch sind. Und letzten Endes ist das aber, glaube ich, was, das bei den Frauen nicht immer so ankommt. Die haben durchaus mit Vorbehalten zu kämpfen. Wir erleben das auch, ob jetzt bei uns im Podcast oder eben live auf den Veranstaltungen, dass es noch viele Vorbehalte gibt gegen Frauenkämpfe, dass die Leute sagen, Mensch, die schlagen doch gar nicht so fest oder die gehören doch eigentlich in die Küche. Also all die Sachen, die eigentlich aus einer anderen Zeit stammen sollten, sind trotzdem Dinge, die Frauen, die Mädchen, wenn sie heranwachsen, hören. Oh, dann kannst du ja alle flachlegen. Dann bist du ja, dann haust du ja alle um und bist ja voll die Emanze. Wahrscheinlich bist du im Bett auch so und so. Und ich denke mir so, oh, bitteschön, bedient alle Klischees, die ihr wollt. Aber ich sag dazu einfach nichts mehr. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Oh, du bist ja total gefährlich. Da muss ich ja jetzt ganz lieb zu dir sein. Also bitteschön, es wäre schön, wenn du immer nett wärst zu deinem Umfeld, weil es hätte ja keiner was getan. Und so eine gewisse Loyalität an den Tag zu bringen, wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Also das, genau, da muss ich ja jetzt nett sein. Also, nee. Ja, wirklich, da kann ich irgendwie, ja. Aber man blendet es irgendwann aus, ne? Man merkt so, wie man es völlig ausblendet. Das heißt, als Frau diesen Weg zu gehen,
MMA zu betreiben, nicht nur einen Vollkontakt-Kampfsport, sondern einer, bei dem man auch sehr, sehr viel Körperkontakt hat, und das dann zu machen vor mehreren tausend Leuten, vor vielen Kameras, das bedeutet nochmal mehr, als wenn das Männer tun in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist natürlich auch die Hürde mehr. Frauen kämpfen schlicht und ergreifend nicht nur gegen ihre Gegnerin, sondern auch gegen Vorurteile, wenn sie im Cage stehen. Auch Misha Tate hat in ihrer Anfangszeit um Akzeptanz gekämpft. Die ehemalige UFC-Championess war in ihrer Trainingsgruppe kein gern gesehener Gast. Look, you know, when I was 15 years old and I went out for the wrestling team, this was not a male and female thing. This was a male thing. I mean, I remember my first day. It was pretty awful. I was totally beat up. I had mat burns all over. And they wouldn't teach me anything. That was the frustrating part, right? Again, because they didn't want us there. They didn't want us. They just saw it as like, oh, I'm wasting a round with a girl, and I'm not happy about it. So let's just make it as hard on them as possible and get them out of here. And that really was the mentality of the team. And I kept coming back every day, and like I would plead with anybody to just like stay extra and show me something. Like, I don't know how to like how to do this, but I was so intrigued, I guess, because it was so difficult, and it pushed me in a way that had like nothing else in my life had ever challenged me like that. So that's probably why I was addicted. Like, some people have quoted me as being addicted to adversity, and I think looking back on it, it's kind of accurate. Heute ist sie als Vizepräsidentin bei One Championship aktiv. In Asiens größter Kampfsportorganisation werden Kämpferinnen sehr stark gefördert. Regelmäßig bestreiten Frauen die Main Events bei One Championship. Anytime that you can give a, you know, a woman an equal playing platform, you know, alongside their male counterparts, then I mean, you get the opportunity to see like what women are really capable of, which is no different than what the men are capable of. So it's a lot of teamwork, and I think the mission is always to just try to get the equality and you know, love for everybody equally. Das ist auch eine Sache, die viele Kritiker des Frauen-MMA häufig vergessen, ist, die Mädels, die haben noch mehr zu beweisen. Die wissen genau, sie stehen einer Menge Kritikern gegenüber, und dementsprechend gehen die oft auch raus wie die Feuerwehr. Und die Kämpfe, die sich liefern, die sind Action von Anfang bis Ende durch. Das heißt, die Kritik ist aus meiner Sicht vollkommen ungerechtfertigt. Also ich muss sagen, bei manchen Kämpfen, da knallt es ja mehr wie bei den Männern. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Wenn ich jetzt den letzten Kampf von Cyborg gesehen habe, unglaublich. Es gehört halt dazu, wie, genau. Wie der Frauenfußball laufen. Ne? Ja. Ist ja auch in Deutschland nicht so ungern gesehen, sage ich mal. Also von ja, daher, kommt immer mehr zumindest. Ja, ja. Wie gesagt, die Katharina zum Beispiel jetzt, was ich im Training gesehen habe, geht auch aufs Ganze. Und warum soll man den Frauen den Respekt nicht geben, was uns Männern gegeben wird? Auch in Deutschland haben wir solche, die Amerikaner nennen das Trailblazer, also jemand, der den Pfad ebnet für alle, die danach kommen. Ich denke da an Katharina Lehner beispielsweise, die erste Deutsche war, die bei Invicta FC gekämpft hat, der großen amerikanischen Frauenliga, die erste Deutsche war bei The Ultimate Fighter, also bei der großen UFC Casting Show. Also die hat schon neue Pfade geebnet für junge Kämpferinnen wie Anna Isabella Hübsch, die ich durchaus als einen solchen zukünftigen Star sehe. Der Grund, weshalb Frauen-MMA nun langsam im Kommen ist und sag mal angesehener wird, ist, denke ich, weil Frauen-MMA allgemein auf der ganzen Welt am Wachsen ist. Also auch die UFC-Kämpferinnen, sei es Amanda Nunes, Chris Cyborg, JJ, werden ja alle bekannter, liefern immer mehr krassere Fights, technisch auf einem sehr, sehr hohen Level. Und ich denke, dass allgemein das ganze Bild eben dadurch verbessert wird. Ich glaube, dass Frauen nicht nur leistungsfähiger sind in vielen Bereichen, sondern auch leidensfähiger. Und genau deshalb ist auch bei MMA-Kämpfen unter Frauen häufig der Punkt, dass sie einfach alles auf eine Karte setzen, dass sie alles rauslassen und durchaus in meiner Wahrnehmung auch erbitterter kämpfen als Männer. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, dass manche Leute sagen, Mensch, ich sehe die Frauen gar nicht so gerne, denn die lassen wirklich alles im Cage, und am Ende ist ja genau das, was man als Fan sehen möchte.
Also ich bin ein großer Fan von Frauen-MMA. Also mein letzter Kampf bei GNC war, glaube ich, Ende 2015, wenn ich mich soweit erinnere. Und das ist jetzt 4-5 Jahre her, aber das ist eine ganz andere Dimension, die wir jetzt haben. Also meine Motivation ist natürlich groß, weil ich mir auch immer gewünscht habe, dass es mehr Frauen auch in Deutschland gibt, die aktiv kämpfen. Und es freut mich immer mehr, dass eigentlich bei jeder GMC-Veranstaltung jetzt auch ein Frauencup stattfindet. Und ja, natürlich, man will der Welt zeigen, hey, nicht nur Amerikaner oder Brasilianer sind gut im MMA, sondern wir Deutschen können das auch. Eines Tages, wie Ronda Rousey in der UFC zu kämpfen, ist der Traum vieler Kämpferinnen. Auch für Mandy Böhm. Sie ist aktuell Titelträgerin bei TKO MMA. Die kanadische Organisation gilt als Sprungbrett in die UFC. Das war ein müdes Lächeln, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt UFC-Kämpferin, weil ja, das klingt vielleicht lächerlich für viele Leute, aber ich habe das gesehen. Ich habe gesagt, yo, das will ich machen. Aber ich bin nie mit dem Gedanken dahingegangen, oh ja, ich möchte eine Sportart ausüben oder ein bisschen Breitensport machen. Für mich war, das mache ich. Und ich werde eine UFC-Kämpferin. Wo bin ich jetzt? Ich habe mir einen Weltmeisterschaftsgürtel geholt, nachdem ich irgendwelche Amateur-Kickbox-Gürtel, europäische Kickbox-Gürtel geholt habe. Aber ich bin nicht aufzuhalten. Und das habe ich meinen Freunden auch allen gezeigt, die da nur ein müdes Lächeln damals für mich hatten. Ich habe lange getanzt, geturnt, also Sport war immer ein großer Bestandteil meines Lebens. Dann irgendwann als Teenager hat man so ein bisschen das Interesse verloren. Man guckt nach links und rechts und man möchte irgendwie schwachsinnige Sachen machen, die alle Teenager so im Kopf haben. Und das war der Tag, an dem ich aufgehört hatte zu tanzen. Und nach 2-3 Jahren habe ich gemerkt, das erfüllt mich irgendwie nicht. Also ich bin nicht die Partymaus und auch dieses stumpfsinnige Konsumieren ist einfach nicht meins. Ich brauchte etwas, wofür ich brennen kann. Und ja, ich habe tatsächlich angefangen mit dem MMA, da lief die UFC noch im Fernsehen und da habe ich das durch Zufall mal auf DSF gesehen oder so einem Sender und das hat mich natürlich direkt fasziniert. Immer wieder die Tschechin mit dieser linken Geraden, die immer wieder auch Wirkung gezeigt hat bei Böhm. Es ist brutal auf den ersten Blick, aber ich sehe da drin ja, diese Faszination, diese absolute Beherrschung des Körpers auf allen Ebenen, das Kicken und Boxen, das Ringen, das Grappeln. Es gibt da so viele Variationen, so viele Möglichkeiten, um einen Kampf zu beenden. Der Feedback von der Familie ist natürlich nicht positiv. Welche Eltern klatschen Beifall, wenn das Kind sich in den Kopf setzt, ich werde jetzt Mixed Martial Arts Kämpferin. Und wie ich halt bin, eine 100-prozentige, habe ich auch relativ schnell alles ins Training investiert und alles daran gesetzt und meine komplette Freizeit, mein Berufsleben, alles darauf abgestimmt, um die Beste zu werden. Und ja, meine Mutter kann mich nicht aufhalten. Natürlich ist sie besorgt um meine Gesundheit und so weiter, aber letzten Endes sagt sie, Hauptsache du bist glücklich, Kind. Mandy Böhm hat für die MMA-Karriere alles auf eine Karte gesetzt. 2014 bestritt sie ihren ersten Profikampf. Ihr aktueller Kampfrekord, 6 Kämpfe, 6 Siege, 4 davon vorzeitig. 2019 entschied sie sich nach Irland zu gehen, um im berühmten Straight Blast Gym zu trainieren. Das Gym von Superstar Conor McGregor. Wie es ist, im SBG zu trainieren? Ja, es ist einfach Wahnsinn. Mit dem Kampf habe ich nicht nur Next Level in den Herausforderungen gesucht, sondern auch angefangen, mich mit Profis zu umgeben. Es ist ein Unterschied. Wenn du vom Breitensport zum Profisport kommst, dann siehst du erstmal, was überhaupt los ist. Ne? Ganz anderes strukturiertes Training. Trainer, die in ihrem Gebiet so erfahren sind und speziell mit dir arbeiten. Ja, du hast einen Ringertrainer, du hast einen Boxtrainer, du hast John, der Headcoach von allen, der jedes Training überwacht. Er ist wirklich immer da. Und natürlich trainierst du mit Conor McGregor auf der Matte. Also das ist kein Unterschied.
Er ist ein ganz normales Mitglied, wie alle anderen auch. Also es ist nicht der Conor McGregor, den man in den Medien sieht. Er ist ein super sympathischer Typ, er ist respektvoll, er hat Benehmen, er kommt ins Gym, er begrüßt die Leute. Er ist immer offen, um mit seinen Fans Fotos zu machen, überhaupt nicht abgehoben und fühlt sich auch nicht wie etwas ganz Besonderes. Aber er ist was Besonderes, ne? Muss man ja auch so sagen. Was er für den Sport geleistet hat, ist ja eine ganz andere Dimension. Aber das merkt man nicht. Es ist halt ein super angenehmer Team-Spirit im Gym. Und jeder ist einfach gleich. Das ist ja, was ich an unserem Sport liebe. Auf der Matte spielt es keine Rolle, wer du bist, was für eine Religion du hast, welches Geschlecht du hast. Es zählt einfach Leistung, Fleiß und Können. Und ja, das bringt die Kampfkunst eben mit sich. Es ist so viel mehr als stumpfsinnige Prügelei. Es ist eine Philosophie, es ist eine Lebenseinstellung. Es bringt dir Respekt bei, es bringt dir Manieren bei, es lehrt dir so viel über dich selbst und über andere. Man kann daran nur wachsen. Das sage ich immer wieder. Für mich ist Deutschland keine Zwischenetappe oder ich kämpfe, weil ich in Deutschland kämpfen muss. Das ist Schwachsinn. So, ich bin 6-0. Wenn ich sagen würde, ich habe keine Angebote von anderen Promotern, würde ich lügen. Aber ich habe halt Prioritäten für mich gesetzt. Ich habe ein Ziel klar vor Augen und ich möchte mich weder vertraglich irgendwo binden, bis ich mein Ziel erreicht habe, noch habe ich das Ziel, Geld zu verdienen. Ich möchte die Beste werden. Das ist mein Hauptziel. Jeder, der Geld verdienen möchte in diesem Sport, ist einfach falsch. Ne? Also der Motor, Geld verdienen oder mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, Mann, das geht anders viel, viel leichter. Dafür muss man sich nicht so quälen. Ich möchte den sportlichen Wettkampf mit den Besten dieser Welt. Und deshalb mache ich das. Hit and not get hit, also schlagen und nicht getroffen werden, das ist das primäre Ziel des Boxens. Dieser Leitspruch gilt natürlich auch für Mixed Martial Arts. Doch der gezielte Versuch, den Gegner womöglich K.O. zu schlagen, kann Kämpfer und Kämpferinnen vor eine große Herausforderung stellen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht vom Regen in die Traufe gekommen. Ich habe ja davor schon einige Kickboxkämpfe absolviert. Deshalb wusste ich, wie sich das anfühlt, getroffen zu werden oder jemand anderen zu treffen. Ich habe auch eine große Schwester, mit der habe ich auch einige Prügeleien hinter mich gebracht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Unterschied. Diese kleinen Handschuhe, du übst natürlich Ground and Pound, aber wenn du das allererste Mal auf jemanden sitzt und dem tatsächlich ins Gesicht boxt, so feste wie du kannst, stranges Gefühl, richtig seltsam. Als ich angefangen habe, habe ich auch überlegt, kannst du das überhaupt? Kannst du jemanden volles Pfund ins Gesicht schlagen? Ja, und dann saß ich, Böhm versus Redegeld, dann saß ich auf Sandra Redegeld und ich habe das erste Mal jemanden ins Gesicht geschlagen, auf dem ich saß, volles Pfund, so feste wie ich konnte. Und ich dachte mir nur, wow, du kannst, Mandy, du kannst. Und das war so ein bisschen wie ein Blutrausch. Ja, das war verrückt. Das sind ganz, ganz komische Gefühle. Das allererste Mal, als ich wirklich einen Schlag bekommen habe, der mich zum Wackeln gebracht hat, war, dass ich an meine Eltern gedacht habe und daran gedacht habe, wie sie mir gesagt haben, dass man andere Menschen nur so behandelt, wie man selber behandelt werden möchte. Und das war aber auch gleichzeitig der Moment, wo ich gelernt habe, dass man im Oktagon alles lassen muss. Also du kannst nicht daran denken, ich kann jetzt nicht mit voller Wucht zuhauen, weil meine Eltern haben mir beigebracht, dass man so etwas nicht tut, weil sonst wird es die andere tun. Ja, aber das war so der erste Moment, wo ich mir so dachte, warum schlägst du mich so hart? Ich denke, man sollte sowas nicht tun. In Amerika war das zum Beispiel auch so ein Army-Typ und der war halt töten oder du stirbst. Und das war dem scheißegal. Und dann hat der mich gehauen und ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich so, bleib mal locker. Aber das war gleichzeitig, wie gesagt, auch der Moment, der mir einfach gezeigt hat, dass im Training muss es nicht sein. Also ich bin auch selten im Training so, dass ich jemanden wirklich volle Wucht bretter. Krass. Es war so, oh Gott, nein,
ich kann noch keinen Schlag. Wirklich, ich stand so da. Doch schlag doch jetzt mal. Nee, aber ich möchte nicht. Und dann ging die Pratze auf. Für mich war am Anfang die Adaption von Pratze und Kopf und so. Pratzen halt mal, also gar kein Problem mit dagegen schlagen. Gegen den Sandsack sowieso nicht. Aber als es dann irgendwann im Sparring, ja, jetzt schlag doch mal. Und ich so, gut. Ich so da so rumgemacht. Aber das war tatsächlich das Schwierigste. Aber im Kampf ging es dann, weil ich wusste, okay, wenn die mich jetzt sozusagen haut, ich habe immer einen Schlag genommen. Okay, sie will es also, dann fange ich jetzt auch mal an. Und eigentlich mittlerweile, ich liebe Boxen. Es macht mir so viel Spaß. Also auch, wie gesagt, die Boxen anboxen und dann reingehen in den Körper, um zu werfen. Ich finde das mega super. Also Boxen ist nicht mehr wegzudenken und Kicken auch nicht. Also das war eigentlich so meine größte, ich sag mal, Sorge oder der Gedanke, den ich vor meinem ersten Amateurkampf hatte, war halt eben, genau, wie fühlt sich dieser, also so ein starker Treffer an? Ich habe jetzt nicht wirklich davor Angst gehabt, dass der wehtun könnte. Ich hatte nur einfach Angst, dass der so gut sitzt, dass ich halt einfach weg bin, einfach. Und also, weil ich es halt auch einfach nicht beurteilen konnte, wie es sich jetzt anfühlt. Ich trainiere halt allgemein fast nur mit Männern. Und dadurch wusste ich, also die ziehen natürlich nicht bei mir voll durch, logischerweise. Aber hoffe ich. Aber dadurch konnte ich es halt nicht beurteilen, wie es ist, wenn jetzt wirklich eine Frau voll durchzieht. Und das war einfach, weil das halt dieser Unsicherheitsfaktor war, den ich davor nicht kannte, war das so ein Gedankengang, weil ich nicht wusste, was passiert dann genau. Die erste Faust oder der erste Tritt oder erste Ellbogen, den man ins Gesicht bekommt oder auch in die Magengrube, der tut tatsächlich weh. Und man hat wirklich so einen kurzen Schockmoment und steht dann da, kriegt keine Luft und denkt sich, um Gottes Willen, zum Glück war das kein Kampf, weil der Gegner würde ja nicht einfach aufhören. Dein Gegner würde weitermachen und den schwachen Moment ausnutzen. Klar, im Training haben wir dann aufgehört oder kurz gestoppt, aber man legt die Hemmungen irgendwann ab oder die Ängste, je länger man trainiert und je öfter man auch so einen Schlag mal abbekommt. Und dann geht das irgendwann. Es ist schon so, dass Schläge einiges ausmachen. Also es ist, man sieht es auch, oder man hat es schön gesehen in dem Kampf gegen Paulina zum Beispiel. Weltklasse Ring, Weltklasse Boden, sobald die Schläge dazukommen, Ellenbogen, Ground and Pound, all das bringt die durcheinander. Wenn ich hier im Training mit Leuten trainiere, die No-Gi oder No-Gi trainieren und die wissen, ich bin eine MMA-erin, das reicht nur, wenn ich so mache. Ich muss nicht mal schlagen und es switcht einfach. Und das ist etwas, wo viele einfach nicht mit rechnen, weil es ja auch nicht ist, was man alltäglich hat. Man hat nicht alltäglich die Situation, dass sich jemand schlägt. Dass man überlegen sein muss, vielleicht mental oder körperlich, solche Situationen erlebt man öfter. Aber dass man geschlagen wird und zurückschlagen muss, um zu überleben, in Anführungsstrichen, das hat man ja nicht alltäglich. Und deswegen ist es natürlich etwas, was einen erstmal überrascht. Mixed Martial Arts befindet sich in Deutschland im Aufwärtstrend und unsere Frauen haben einen erheblichen Anteil daran. Ich möchte zeigen, dass wir als Nation auch in der Lage sind, ganz oben mitzukämpfen. Und ich möchte das nicht nur für die Deutschen, sondern auch für die Frauen. Ich möchte ein Vorbild sein, ich möchte Leute motivieren, inspirieren, an seinen Träumen festzuhalten, daran zu arbeiten und alles zu geben und zu zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will. Der Horizont ist grenzenlos für deutsche Kämpferinnen und die Weichen für einen ersten Frauentitel bei GMC sind gestellt.
Wir haben mittlerweile eine ganze Menge starke Frauen in Deutschland, die zufällig auch alle mehr oder weniger in der gleichen Gewichtsklasse kämpfen. Dementsprechend gäbe es aus meiner Sicht kein Argument, das gegen einen Frauentitel spricht. Das Interesse steigt, die Plattform wächst. Frauen-MMA wird 2020 noch präsenter sein. So viele, die mich dann halt auch im Gym ansprechen, mit denen ich jetzt vielleicht auch gar nicht groß außerhalb zu tun habe, aber die einfach immer wieder fragen, hey, wie sieht's denn aus, wann kämpfst du wieder, wie läuft's so? Und einfach so auch daran interessiert sind, wie es bei einem weitergeht. Klar, da merkt man dann schon auch, dass es halt Leute auch einfach interessiert. Frauen-MMA hat jede Menge zu bieten. Tolle Athletinnen, starke Charaktere, spannende Geschichten. Ich trainiere nicht, um die Beste der Welt zu sein, sondern ich trainiere, um an dem schlechtesten Tag mit dem schlechtesten Gameplan die Beste da drin zu sein. Aber vor allem eines, großes Potenzial. Mandy hat ja seit längerem nicht mehr bei GMC gekämpft und ich bin ja sehr gut mit Mandy befreundet. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich nicht zustande kommen wird, aber falls sie um den Titel kämpfen möchte, klar Mandy, wir haben schon oft Sparring gemacht. Und würdest du ihr auch ins Gesicht hauen? Ja, das habe ich ja schon. Ich höre da aus deinem Kommentar so ein bisschen raus, die Frau hübsch. Du scheinst nicht ganz so begeistert zu sein von ihr. Du bist nicht impressed by her performance, um es mal wie George St. Pierre zu sagen. Also das hat nichts mit ihrer Performance zu tun, sondern mit ihrer Art und Weise. Mhm. Sie war, glaube ich, nicht mal in der, also sie war sie hatte keinen einzigen Profikampf und kommt dann schon ziemlich arrogant und frech um die Ecke und fordert mich heraus. Bei GMC Olympics hat sie da gekämpft. Das fand ich einfach unangenehm. So, also sie hat da vorhin eine Herausforderung ausgesprochen an dich? Ja, sie ist die weibliche Conor McGregor Deutschlands. Also als allererstes habe ich Mama versprochen, dass ich dieses Jahr Schokobons mit ihr esse an Weihnachten. Das werde ich auch einhalten. Also für dieses Jahr ist erstmal nichts geplant. Stärker zurückkommen und im nächsten Jahr wird angegriffen. Ganz egal, wer die Null haben will, ist immer noch da. So, please come.